Willkommen bei Room Raiders. Wir werden drei Junggesellen aus ihrer Wohnung rausholen und einen Kerl da reinlassen, der sich die angucken wird und sie danach bewerten wird. Viel Spaß. Unsere drei Junggesellen wissen nicht, dass wir sie jetzt in ihrer Wohnung holen und in einem Van stecken. Hi, ein Laser. I won't go mit. Hallo? Ja! No! Hallo, ich bin Klaus. Ich komme von Mördergewerbe in Lübeck und ich will jetzt einen glücklichen Gewinner haben, den ich dann am Ende der Sendung eine schöne Überraschung machen kann. Ich gucke jetzt mit drei Räumen an und als erstes mache ich dann wohl mal den Raum Nummer 1, ne? Da. Ey Jungs, ich schicke euch eine Karte, wenn ich gewonnen habe. Ey, du nicht nur nach Hause, wenn ich mir mit deinem Arsch mein Gesicht erwische. Das ist das erste schöne, sehr idyllisches Haus. Da wohne ich. Jo! Lass mich den vorfinden und da werde ich dann doch gleich mal reingucken. Was ist auch wirklich schönes. Mal gucken. Ja. Sehr interessant. Wirklich ganz toll. Ist das alles hier? Mal gucken. Boah, geil. Ja. So, und das ist jetzt der erste Raum. Mal gucken. Ach so, ja. Wer sind die denn? Hallo. Okay. Sind Sie vielleicht der Mitbewohner? Nein, ich gehöre hier zum Mobiliar. Möbel. Ach so, okay. Also, die Möbel gefällt mir ja schon mal sehr gut. Und, also an diesem Zimmer gefällt mir ja wohl sehr dieses schicke Möbel, das Sie da hinten vorfinden. Das gefällt mir sehr. Auch so ein riesen schöner Fernseher. Was aber nicht sehr schön ist, dass hier Frauenzeitschriften drin sind. Oh, ey, everybody, komm her, yo, yo, Leute. Wie man vielleicht da unten schwer erkennen kann. Von Aldi oder was? Und, ja, ich benutze jetzt meinen super genialen Spike-Koffer und werfe ihn auf Finn. Ah! So. Wenn er auch ruhig ist und ist. Nun zu Raum Nummer 2. Den wir hier irgendwo finden werden. Ey, yo, das ist da, wo mein Haus wohnt. Und ich auch. Yeah. Ich glaube, das ist der hier, dürfte es sein. Mal gucken, was wir da finden. Ja, also, sehr sportlich halt zu sein.
Ja, viele Fahrräder hat er auch. Was jetzt aber nicht sehr schön ist, ist die Unordnung hier drin. Ne? Und ein kaputter Fahrradfilm, naja. Kindersitz. Was man damit will. Naja. Ja, also was mir nicht so gut daran gefallen hat, war der Fahrradhelm, der Kindersitz. Was aber wiederum gut war, war die vielen sportlichen Fahrräder, die er da hatte. Und dass er wahrscheinlich auch sehr sportlich sein wird, der Typ. Gleich bei Room Raiders. Mr. Spieler sieht die drei an und die drei Jungs drehen den Spieß um und gucken sein Zimmer an. Go! Leg ihn hier nochmal rein! Oh Mann, bin ich fertig. Wolltet ihr nicht noch Schuhe kaufen? Hä? Gierolsteiner. Lecker, lecker. Nur Max weiß, wie die Piemont-Küche schmecken muss. Ich bin Ali oder was? Ich bin was Neues, ey. Alter. Ist liebe Muffins. Schnauze! Nein, da! Wow! Glauben Sie an den Screamer? Na? Geht's dir auch gut? Crunch! Kinderpinguin, das Milch ist ja im Hundeformat. Für die ganze Familie! Willkommen zurück bei Room Raiders! So, und nun zu Raum Nummer 3. Ja. Nee! Hey, 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 meine Hut! Hey, Homie! Raum Nummer 3. Scheint mir sehr naturverbunden zu sein. Bisschen kahl. Ah, ein Fußball. Scheint wohl auch ein bisschen sportlicher Typ zu sein. Also, was mir auch gefällt, ist, der scheint wohl seine Wäsche zu machen. Ganz alleine. Und das haben wir gedacht, ein wilder Kerl ist das. Boah, geil, ey. Ein ganz wilder Kerl. Also, gefallen hat mir ja sehr, dass er ein naturverbundener Typ ist. Sportlich scheint er auch zu sein, seine Wäsche zu machen. Was mir nicht gefallen ist, dass es irgendwie so ein bisschen kahl war alles. Ungepflegter Rasen ist ein bisschen unordentlich. Aber naja, wird sich herausstellen. Jetzt drehen unsere drei jungen Gesellen den Spieß um und durchqueren Klaus Wohnung. Boah, überall Blut, ey. Boah, stinkt ja drinne. Voll klein. Also ich habe mich für euch entschieden und deshalb kriegt jetzt eine wunderschöne Überraschung. Das war Room Raiders. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei Room Raiders. Und zwar beim nächsten Mal Room Raiders. Room Raiders. You heard.